Flüchtlinge fotografieren selbst. Private Bilder aus ihrer eigenen Perspektive. Die Fotos sind anders als Pressefotos. Die bekannten Medienbilder wirken oft inszeniert, wie im Spielfilm. Die Fotos der Flüchtlinge dagegen rauer und intimer. Einer von ihnen ist Firas Faris Darwish. Er floh aus dem Irak. Als Jeside wurde er dort verfolgt. Auf der Insel Lesbos traf Firas den Fotografen Kevin McElveny. Der gab ihm eine Einwegkamera mit der Bitte, Fotos von seiner Flucht zu machen und die Kamera dann zu ihm zurückzuschicken. Denn obgleich viele Flüchtlinge Smartphones haben, gibt es bisher kaum Bilder aus ihrer Sicht. Ich habe einfach gemerkt, dass das Handy, auch wenn es immer dabei ist und einem die Möglichkeit bietet, eigentlich zu fotografieren, dass es dafür nicht genutzt wird, sondern primär auf der Flucht benutzt wird als Navigationstool und als Kommunikationstool und eigentlich so oft wie möglich ausgeschaltet wird, damit der Akku da ist. In der Türkei, in Izmir, auf dem Basmanis-Quer, trifft Kevin McElveny Menschen, die sich auf ihre Flucht vorbereiten. Rettungswesten-Attrappen werden hier für rund 30 Euro verkauft. Dann habe ich eigentlich vor diesen Shops einfach gewartet, bis jemand eine Rettungsweste kauft oder ein anderes sich irgendwie für diese Reise gewappnet hat. Dann habe ich diese Menschen einfach angesprochen und gehofft, dass sie Englisch sprechen konnten. 6 Einwegkameras gibt er hier weiter. In sein Logbuch schreiben die Flüchtlinge, wer sie sind, welchen Plan sie haben. Über WhatsApp und Facebook bleiben sie in Kontakt. Die erste Fotostrecke, die Überfahrt in schnell gezimmerten Schlauchbooten. Die Holzböden oft nicht versiegelt, der Motor manchmal nur halb betankt. Ein Flüchtling steuert das Boot selbst. Hier gerade noch in der Bucht stehen und rüber oder gerade angekommen sind und dann hier anscheinend irgendwie hochgelaufen sind zum nächsten Dorf und dann hier einmal angehalten haben. Da sieht man dann ja auch, dass die ganzen Klamotten anscheinend noch nass sind. Kevin fährt selbst mit der legalen Fähre nach Lesbos, trifft hier auf Firas. Camp Moria, ja. Hier sieht man sogar ja noch den Umschlag und so, den ich ihm dann gegeben habe. Firas flüchtet vor den Terroristen der IS. Er dokumentiert seinen Weg ab dem Registrierungscamp auf Lesbos. Mit der Fähre nach Athen. Dann weiter mit dem Bus bis nach Idomeni. Auch Kevin McElveny fährt mit diesen Bussen bis zur Grenze und trifft auf dem Weg den Familienvater Diab, der am liebsten seinen Sohn Kerim fotografiert. Enge und Stress auf der Flucht. Und doch auch Lächeln. Ich habe einen Vater, der ganz wunderbare Bilder gemacht hat von seinem Sohn auf der Reise und sich auch irgendwie fokussiert hat nur auf die schönen Momente, die er für sein Kind gestalten konnte. 80 Fotos sind so zusammengekommen. Eine ganz persönliche, ehrliche Sicht. Ab dem 1. April sind sie in der Ausstellung Refugee-Kameras in Hamburg-Altona zu sehen. Firas Darwish kommt auch zur Ausstellung. Er ist glücklich, hier zu sein und doch todtraurig, weil er seine Familie zurückgelassen hat. Eine schwierige Zeit, in der das Fotoprojekt ein wichtiger Halt für ihn ist.